Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Was für eine hammer, lange, mega gute Hauptquest haben wir gerade hinter uns. Wir müssen jetzt erstmal ein Urteil fällen. Ihr könnt wahrscheinlich, oder ihr ahnt wahrscheinlich schon, welches das ist. Das machen wir jetzt auch direkt als erstes. Ich denke, bei dieser Beschuldigten ist keinerlei Erinnerung vonnöten. Sowohl ihre Tat als auch ihre Gefangennahme hätten nicht öffentlicher sein können. Großherzogin Floriane de Chalon, obwohl ihre Titel zu jenen Dingen zählen, die sie schon bald verlieren könnte. Ihr habt ihr Leben trotz ihres Hochverrats verschont. Nun liegt die Entscheidung, was mit ihr geschehen soll, erneut bei euch. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht fehl am Platze, Florian. Seid willkommen bei der Inquisition. In meiner Welt. Pah. Ungeachtet ihres Verhaltens erkennt Lady Florian eure Autorität an. Sollte ich euch etwa im Namen des Ältesten verfluchen? Mir ist durchaus bewusst, dass er nie vorhatte, mich für meine Gefolgschaft zu belohnen. Also tut, was ihr tun müsst. Euer Sieg mag mir missfallen, aber ich respektiere, wie ihr das Spiel beherrscht. Selene weiß nicht, welches Glück sie hatte. Ja, wir haben hier ein paar Optionen. Arbeit mit dem einfachen Volk. Steckt sie in ein Narrenkostüm, ihr werdet verbannt. Nein, wir wollen ihre Arklist für uns nutzen. Hoffentlich ohne Nachspiel, aber wir haben die Option, also nutzen wir sie auch. Sie kennt die höfischen Gepflogenheiten wie keine zweite und weiß auch, sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Wir haben für beides Verwendung. Josephine wird dafür sorgen, dass die Inquisition von euren Fähigkeiten profitiert, Großherzogin. Enttäuscht mich nicht. Es ist offenbar wahr, was man sagt. Das Spiel ist niemals wirklich vorbei, Euer Gnaden. Ja, Urteil auf Sieg gespielt, Einsatz verfügbar. Wir hatten unschön irgendwie eine Textur vom Thron im Gesicht. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier in die Krypta. Wie voll ist unser Inventar? Wahrscheinlich sehr voll. Ja, geht. 57. Aber wir gehen trotzdem mal kurz in die Krypta. Ich bin gespannt, ob wir schon an dem Punkt sind, dass wir hier schon wieder die nächsten Pläne und Ausrüstung bekommen. Ja, ausgezeichneter Ich Stab, will euch nicht zu nahe Langschwert, treten, wisst ihr? Großschwert. Alles, was es gibt, gucken wir uns mal kurz an. Okay, haben wir doch nicht bekommen. Oder doch? Ach, Plan. Sind alles Pläne. Ja, ich will aber gerne noch ein bisschen die Jüngerrüstung tragen, weil ich die einfach voll cool finde und noch müssen wir die Rüstung nicht ändern. Und ich wollte Ich hier habe einmal für einen Lord gucken. gearbeitet, der seine Katapulte mit Banner. Amulettenkristallen Betten. Vorhänge. Rekord. Ah, jetzt ist ein bisschen mehr freigeschaltet, oder? Reich von Tevinter hätten wir an drastische Kirche. Olli, oder? Nee, da haben wir gar nicht mehr freigeschaltet. Okay, lassen wir alles so, wie es war. Jetzt geht's erstmal. Wohin gehen wir denn? Wir fangen heute mal bei unserem Schatzi an, bei Cullen. Wir hatten so einen schönen Abend mit ihm, haben noch getanzt zum Schluss. Gucken mal, ob wir vielleicht in der Romanze jetzt ein Schrittchen weiterkommen. Und ja, ihr wisst jetzt erstmal wieder himmelsfesten Action. Mit den ganzen Begleitern nochmal reden. Aber jetzt war auch wirklich sehr, sehr viel Story. Und da müssen wir natürlich mit unseren ganzen Begleitern quatschen. Aber vielleicht ist ja jetzt ein bisschen Zeit für Romantik. Da seid ihr ja.
Ja. Habt ihr auf mich gewartet? Ja, ich meine nein. Was denn? Oh, gut. Ich habe euch also einerseits warten lassen, andererseits aber auch nicht. Ich fange am besten nochmal von vorne an. Ich bitte darum. Wir haben einige Dinge in Ferelden zu erledigen und ich hatte gehofft, ihr würdet mich vielleicht begleiten. Natürlich nur, wenn ihr Zeit habt. Stimmt etwas nicht? Was? Nein. Ich würde es euch lieber vor Ort erklären, sofern ihr bereit seid, mich zu begleiten. Natürlich. Ich denke, ich hätte jetzt Zeit. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Vorbereitungen klingt halt voll groß. Wir gehen zurück nach Kammwald. Wo sind wir hier? Ihr begebt euch jeden Tag in Gefahr. Und davon wollte ich euch wegbringen. Wenn auch nur für einen Moment. Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen. Das hier war für mich stets ein Ort der Ruhe. Seid ihr häufig hierher gekommen? Ich habe meine Geschwister geliebt, aber sie waren unglaublich laut. Immer wenn ich einen klaren Kopf bekommen musste, kam ich hierher. Natürlich haben sie mich letzten Endes immer gefunden. Ihr wart hier glücklich, oder? Das war ich. Und ich bin es noch. Und ihr habt mich ganz für euch allein, solange wir hier sind. Ja, mag sein, dass mir dieser Gedanke auch schon gekommen ist. Kalle, wir machen Fortschritte. Endlich. Das letzte Mal, als ich hier war, war an dem Tag, an dem ich fortging, um meine Templerausbildung zu beginnen. Mein Bruder schenkte mir das hier. Er hatte es nur zufällig in der Tasche, aber er sagte, es solle mir Glück bringen. Ein Templer sollte keine derartigen Dinge besitzen. Unser Glaube sollte uns genügen. Ein wenig Glück kann ab und an nicht schaden. Nein, vermutlich nicht. Ich hätte während der Verderbnis sterben können. Oder in Kirkwall oder Haven. Sucht euch etwas aus. Und doch habe ich es hierher zurückgeschafft. Bitte, tut mir den Gefallen. Wir wissen nicht, was euch noch erwartet, bevor das alles vorüber ist. Es kann nicht schaden. Aber das ist seins. Aber wobei, so ein Geschenk lehnt man nicht ab. Also, an sich schon will ich, dass er seinen Glücksbringer natürlich behält. Aber das ist ja eine, sag ich mal, mehr als intime Geste. Sowas für ihn Bedeutungsvolles wegzugeben für uns. Und sowas lehnt man einfach nicht ab. Ich werde es sicher verwahren. Gut. Ich weiß, es ist töricht, aber ich bin froh darüber. Ein bisschen Romantik. Schön. So, jetzt können wir uns wieder den anderen Dingen zuwenden. Ab und zu muss man halt seine Reserven, Kraftreserven wieder auffüllen. Dann machen wir mal heute andersrum die Runde. Wir gehen jetzt zu Blackwall. Also klappern erst alles draußen ab und dann gehen wir in die Himmelsfeste. Da ist ein Ausrufezeichen. Trinkt ihr einen Schluck mit mir? Ich könnte etwas Gesellschaft brauchen. Klar. Wenn du so fragst. Als ich ein kleiner Junge war, gab es da diese Gossenkinder, die sich in der Nähe unseres Hauses auf den Straßen herumgetrieben haben. Eines Tages fanden sie einen Hund. Ein bemitleidenswertes kleines Geschöpf. Es kam auf der Suche nach Fressen zu ihnen. Sie haben ihn gefangen, ihm ein Seil um den Hals geschlungen und ihn aufgeknüpft.
Wisst ihr, was ich getan habe? Das ist nicht unbedingt die heimelige Geschichte, die ich erwartet hatte, Blackwall. Hört einfach zu. Ich habe gar nichts getan. Nicht einen verdammten Finger habe ich gerührt. Ich habe geweint. Ich sah, wie er mit den Beinen strampelte, wie sich sein Hals dehnte und krümmte. Und ich habe mich umgedreht, bin ins Haus gegangen und habe die Tür geschlossen. Ich hätte es meinem Vater sagen oder irgendjemanden informieren können, aber ich habe es nicht. Ich habe einfach so getan, als würde es nicht geschehen. Ihr wart auf jeden Fall ein Kind. Ich glaube, als Kind kann man nicht immer so sehr rational denken. Ihr habt gesagt, ihr wart noch ein Junge. Ich war alt genug, um zu wissen, dass der Hund leidet und dass es falsch war. Ich hätte diese Schlinge ebenso gut selbst zuziehen können. Wir könnten die Welt besser machen. Es ist nur eben einfacher, die Augen zu verschließen. Also ja und nein. Klar, es ist wirklich einfacher, die Augen zu verschließen. Und sozusagen Welt besser machen erfordert Kraft und Anstrengung. Aber man kann nur das tun, was in der eigenen Macht steht. Wenn er jetzt als Junge so, weiß ich nicht, zu verängstigt, zu traurig, keine Ahnung, von irgendwas übermannt war, sehe ich das nicht als seinen Fehler an. Oder klar, er hätte irgendeinem Erwachsenen Bescheid sagen können, aber manchmal gibt es ja Sachen, die einen so überwältigen, dass man gar nicht weiß, was man tun soll. Und ja, man sollte für sich so leben, also finde ich, wie man die Welt gerne hätte. Also man sollte halt das vorleben, was man gerne zurückbekommen sollte, möchte. Diese goldene Regel. Aber der Mensch tendiert dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, also die Augen zu verschließen. Und ab und zu muss man sich halt ein bisschen selbst in den Arsch treten. Also es gibt ein Ja und ein Nein. Man kann das nicht so pauschalisieren, in meinen Augen. So wie Blackwall das gerade macht. Und deswegen sagen wir das hier. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind, habt ihr Bauern vor Dämonen und Gesetzlosen gerettet. Ihr seid kein Mann, der seine Augen verschließt. Höchstens ein wenig verrückt. Ich hätte wissen müssen, dass ihr es herunterspielt. Bei euch sieht immer alles so einfach aus. Wir anderen können nur davon träumen, es euch jemals gleich tun zu können. Versteht ihr es denn nicht? Es geht nicht nur darum, was damals geschehen ist. Die Welt ist voll von solchen Hunden. Von irgendwelchen dämlichen Schwachköpfen, die nicht wissen, von wem man sich besser fernhält. Okay. Wenn wir gleich schon hier sind, können wir doch mit Meriden gleich sprechen. Oder auch nicht. Geh halt nochmal raus und rein. Wer kennt den Schmerz? Sprechen. Nur wenig reimt sich auf Inquisitor. Mir scheint, die Dichte muss wohl noch warten. Verzeiht mir die Störungen, Eminenz, doch euer Tatenglanz begeistert mich. Ich bin Meriden, eine bescheidene Bardin. Was könnt ihr für die Inquisition tun? Eine einfache Sache, wie ihr wisst. Die Herzen erfreuen mit meinem Gesang. Zu verbreiten, was ihr habt geleistet, ist mein kleiner, doch wichtiger Beitrag. Vielleicht verdiene ich sogar dabei. Seid ihr eine Bardin wie die aus Orlais? Himmel, nein. Mein Leben ist die Minne. Ich kämpfe mit Worten, nicht mit Klingen. Ich hoffe, ich kann euch irgend helfen, indem ich besinge eure Taten. Dann fahrt damit fort. Ich tue, was ich kann, Inquisitor. Okay, haben wir mit ihr mal gequatscht? Können wir sie nochmal anquatschen? Anscheinend. Es gibt ein Problem, das ihr müsst lösen. Ich denke, es ist eure Mühe wert. Und sie gibt uns einen neuen Kartentischauftrag. Oh Gott, der wird bestimmt jetzt auch wieder voll sein. Dann möchte der Bulle was von uns. Ach, komm schon, Cram. Ich habe mir den Arsch abgearbeitet, um dir diesen Schritt zu zeigen. Du hast noch genug Arsch übrig, Häuptling. Euer Gnaden. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich habe einen Brief von meinen Kontakten bei dem Ben Hasrat erhalten. Hab ihn schon mit Rotschöpfchen überprüft. Wollt ihr das unter vier Augen besprechen? Ich habe nichts von meinen Jungs zu verbergen. Außerdem muss ich jetzt irgendwas schlagen.
Du weißt, dass sie Übungspuppen haben, Häuptling. Übungspuppen würden sich gegen den Schildschlag vermutlich zur Wehr setzen. Aber reden wir über diesen Brief der Ben Asrath. Was stand in dem Brief? Die Ben Asrath haben meine Berichte gelesen. Sie mögen Korypheus und seine Venatori nicht. Und Rotes Lyrium mögen sie überhaupt nicht. Sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit euch, Boss. Die Kunari und die Inquisition. Im Kampf vereint. Das wäre ein beispielloses Angebot, wenn ich glauben würde, dass es ernst gemeint ist, was ich nicht tue. Normalerweise würde ich das genauso sehen. Aber sie haben sich zu erkennen gegeben. Sie treiben keine Spielchen mit euch. Sie haben von einer gewaltigen Schiffslage mit rotem Lyrium erfahren. Draußen vor der Küste. Sie wollen, dass wir gemeinsam zuschlagen. Angeblich schicken sie sogar eines ihrer Schlachtschiffe. Ich wollte schon immer mal eines dieser riesigen Kriegsschiffe in Aktion sehen. Hast du das gesehen? Los, geh dich waschen. Sie wollen die Schmuggler nicht warnen. Also keine Armee. Meine Sturmbullen, ihr, vielleicht ein paar Mann als Unterstützung. Was bringt uns diese Allianz wirklich? Sie würden das Wort Allianz nicht benutzen, wenn es ihnen nicht ernst damit wäre. Seemacht. Mehr Berichte der Ben Asrath. Kunari-Soldaten, die gegen die Venatori kämpfen. Das Ganze könnte viel Gutes bewirken. Klingt halt viel zu gut, um wahr zu sein, gerade bei den Kunari, von denen wir wissen, dass sie sehr streng an ihr Kuhn halten und dass sie das auch verbreiten wollen. Ihr scheint nicht ganz glücklich darüber zu sein. Nein, mir geht es gut. Es ist nur... Ich bin es gewohnt, dass sie da drüben sind. Es ist eine Weile her. Ich dachte, die Kunari wollen ihren Einfluss auf die ganze Welt ausweiten. Ja. Ich dachte nur nicht, dass ich es erleben würde. Wisst ihr, das Kuhn beantwortet viele Fragen. Vielen Leuten bietet es ein gutes Leben. Aber es ist eine große Veränderung. Und viele der Leute hier kämen mit dieser Art von Leben nicht sonderlich gut zurecht. Aber es ist ja nicht so, dass wir konvertieren. Das ist nur eine gemeinsame Anstrengung gegen Korypheus. Was das betrifft, sind wir uns einig. Natürlich tun wir es. Trotzdem traue ich den Kunari nicht über den Weg. Ich denke, die Inquisition könnte ein wenig Hilfe von den Kunari gebrauchen. Gut. Ich informiere gleich Kallen und Rotschöpfchen. Wir können uns zusammensetzen, wann immer ihr bereit seid. Ja, jetzt kommt eine persönliche Quest nach der nächsten. Wir stehen direkt vor Cassandra, also quatschen wir auch mit ihr. Ihre Ausbildung hier wird sie dort draußen retten. Zumindest, wenn sie klug sind. Cassandra, willst du nicht mit mir reden? Gehen wir erstmal hier rein, holen uns dort den Auftrag wohl ab. Oh, beim Erbauer, ihr ahnt nicht, wie viele Briefe ich wegen des Aufruhrs in Hallam-Shiral bekommen habe. Glücklicherweise habt ihr mehr Fäden verknüpft als durchtrennt, wobei die Lage immer noch verwirrend ist. Gibt es mit Hallam-Shiral Probleme? Mit Hallam-Shiral gibt es immer Probleme. Wir haben einige Verträge verloren, sie aber mehr als aufgewogen. Die ein oder andere Empfehlung könnte allerdings einige durchtrennte Fäden wieder verknüpfen. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Das solltet ihr besser an eurem Kartentisch entscheiden. Und dem komme ich lieber nicht zu nahe. Okay. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Ja, neuen Auftrag natürlich. Gucken wir mal kurz. Die traurige Waffe. Nichts. Ich weiß halt nicht mehr, was die macht. Ich wollte mir das angucken. Cassandra, redest du jetzt mit mir? Ja. Bitte denkt darüber nach, Lady Cassandra. Die Klerikerinnen sind immer noch uneins. Wenn niemand vortritt, debattieren sie bis... Und ihr denkt, ich könnte sie zu einer Einigung bringen? Ich habe für einen Tag genug gehört, Mutter Giselle. Redet mit ihr, euer Gnaden.
Worum ging es hier? Ich nehme an, ihr habt schon gehört, dass Liliana und ich Kandidatinnen für die Nachfolge der Göttlichen sind. Der Grund dafür sind natürlich die Geschehnisse in Halam-Shiral. Das Kaiserreich steht hinter euch und somit auch hinter jedem, der euch nahe steht. Also wirft die Kirche jetzt unsere Namen ins Rennen, ohne uns auch nur gefragt zu haben. Wie könnt ihr und Liliana Kandidatinnen sein? Ihr seid noch nicht mal Priesterinnen. Dergleichen ist schon vorgekommen. Emara, die Dritte, war die Schwester des Kaisers. Und Galatea war eine Bürgerliche. Liliana und ich waren zumindest einst Teil der Kirchenhierarchie. Es wäre also annehmbar. Wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihnen das. So sollte es mit Sicherheit niemals kommen. Die Kirche, der Zirkel der Magi, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Wenn ihr beunruhigt seid, ist dies eure Chance, es besser zu machen. Wusstet ihr, dass Rarik ein Anhänger Andrastes ist? Oh, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug, aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern, und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Ihr seid nicht die einzige Kandidatin. Was ist mit Liliana? Liliana sagt, sie wolle Justinias Vermächtnis weiterführen, aber unsere Erinnerungen an sie sind unterschiedlich. Justinia wusste, dass die anderen Klerikerinnen und die Leute nur einen gewissen Grad von Veränderung akzeptieren würden. Ich denke, Liliana würde jegliche Tradition verwerfen und von Neuem beginnen, und das würde uns alle ins Chaos stürzen. Was an der Kirche würdet ihr verändern? Der Zirkel der Magi hat seine Berechtigung, aber er muss reformiert werden. Die Magier sollten sich mit unserer Hilfe selbst verwalten. Die Templer dürfen nicht länger die Kerkermeister der Magier sein, sondern sollten die Unschuldigen beschützen. Wir müssen wachsam sein, aber auch voller Mitgefühl für sämtliche Bewohner von Thedas, ob sie nun Menschen sind oder nicht. Das ist es, was ich verändern würde. Klingt auf jeden Fall sehr ambitioniert und ich glaube, so wäre das auch vollkommen in Ordnung, was sie vorhat. Wir können das sagen. Ich habe Einfluss und könnte ihn nutzen, um der Kirche bei ihrer Entscheidung zu helfen. Darum kann ich euch nicht bitten. Das müsst ihr auch nicht. Wenn ihr denkt, dass es das Richtige ist, dann danke ich euch. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wiederherzustellen und Korypheus aufzuhalten. Ja, mit Liliana werden wir wohl ein ähnliches Gespräch abhalten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann haben wir ja noch ein paar andere Begleiter, mit denen wir quatschen müssen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.